Am ersten Ferienwochenende der Sommerferien veranstaltet die Kolpingsfamilie immer das Vater-Kind-Zelt-Lager. In den folgenden Impulsen erhaltet ihr ein paar Eindrücke vom diesjährigen Vater-Kind-Zelt-Lager. Wir wünschen euch von der Kolpingsfamilie eine schöne Sommerzeit und einen schönen Sommerurlaub. Ich finde auch alles toll. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich finde besonders cool, dass Schützen, Schießen und eigentlich sonst auch alles. Also ich finde am coolsten das Schützen, Schießen und sonst auch alles. Ich bin auch zum ersten Mal dabei. Vor allen Dingen das Zelten mit den Kindern macht richtig Spaß. Gefällt uns allen sehr gut, ne? Ist man einmal dabei, ist man infiziert. Ja. Ist einfach nur top hier. Hi, wir sind wieder mal dabei. Das 10. Jahr in Folge mindestens. Ludger, glaube ich, noch ein bisschen länger. Es macht hier riesen Spaß, die Kinder freuen sich, die Kinder können sich alleine beschäftigen, die Männer haben Spaß, Wetter spielt auch mit und wenn der Wetter mal nicht mitspielt, dann haben wir noch ein Zelt für alle. Also ich kann nur sagen, kommt vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich finde es gut, dass wir hier Zeit mit unseren Vätern verbringen und auch nachts so Stadtprogramm und am Lagerfeuer sitzen und dass wir halt auch viel unternehmen mit den Vätern und dass wir halt nicht die ganze Zeit nur auf dem Zeltplatz sind. Ab irgendwie einer bestimmten Uhrzeit erst ins Bett gehen müssen und dann dürfen wir das selber entscheiden. Wir sind gerne im Faki. Faki ist cool, Faki ist eine tolle Gemeinschaft. Alle sind zusammen, es gibt keinen Streit, es gibt nur glückliche Gesichter, egal ob bei den Vätern oder bei den Kindern und das macht einfach Spaß. Jedes Jahr wieder, erste Wochenende in den Sommerferien, Faki. Von mir auch aus viele Grüße und ein herzliches Willkommen sozusagen hier im Zeltlager, Vater-Kind-Zeltlager. Viele fahren jetzt auf Reisen, viele fahren jetzt ins Zeltlager. Allen wünsche ich hier allen eine wunderbare, tolle Zeit. Gottes Segen. Nehmt diese Eindrücke, die ihr überall bekommt, mit in euren Alltag hinein. Und seid sicher, ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, wir sind begleitet. In dem Sinne, allen wünsche ich den Segen Gottes während der Ferienzeit.